Hi zusammen, ich habe letzte Nacht meinen Geburtstag nachgefeiert und von daher wundert euch nicht, falls ich heute total müde aussehe, weil ich habe kaum geschlafen und hatte auch jetzt keine Lust, mich großartig aufzustylen für dieses Video. Aber vor einigen Wochen hatten schon manche von euch gefragt, ob ich meine Geburtstagsgeschenke in einem Video zeigen könnte. Und ich hatte mich jetzt auf Facebook erkundigt, ob das eine gute Idee wäre. Und viele waren dafür, dass ich ein Video darüber mache. Deswegen zeige ich euch mal, was ich so geschenkt gekriegt habe zum Geburtstag. Und ich nenne das Video dann Geschenketipp-Video oder so, Geschenkideen-Video oder irgendwie sowas, damit es auch irgendwie verwertbar ist für YouTube, ne? Also falls ihr eine Freundin habt, die den nächsten Geburtstag hat, vielleicht ist hier ein Geschenktipp mit dabei. Und als erstes fange ich an mit einem ganz, ganz großen Dank an meine lieben und aufmerksamen Abonnentinnen Marion und Sina. Die haben mir nämlich Geburtstagskarten nach Hause geschickt und das, obwohl ich kein Postfach habe. Und zwar zum einen diese Karte von der lieben Sina. Und dass die meine Adresse hatten, liegt daran, dass ich zum Beispiel, wenn ich Verlosungen habe, dann auch natürlich meine Adresse als Rücksendeadresse mit drauf schreibe. Und das ist von meiner Abonnentin Marion die Karte. Und darüber habe ich mich total gefreut. Die waren auch pünktlich im Briefkasten. Also vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt und sogar mir eine Karte geschickt habt. Und natürlich auch an alle anderen Zuschauer von mir, die mir ihre Geburtstagsgrüße noch geschickt haben, obwohl ich im Urlaub war. Vielen Dank, dass ihr an mich gedacht habt. So, jetzt geht's los mit den Geschenken von meiner Feier. Als erstes total geil, total geil. Ich habe mich so riesig darüber gefreut. Ich habe zuerst nicht gedacht, was ist. Ich mache das Geschenkpaket so auf und sehe nur von der Seite so, was ist denn das? Eine Spielfigur. Und dann kam schon, mache ich so auf, sehe nur so eine Spielfigur und denke so, oh mein Gott, was haben die mir denn geschenkt, ne? Und dann kam schon mein Fake-Dankeschön-Grinsen so, oh, vielen Dank dafür. Und dann, ich gucke so, oh mein Gott, The Big Bang Theory Figuren. Wie geil ist das denn bitte? Und dann bin ich erstmal total ausgetickt, weil ich bin ja ein Big Bang Theory Fan. Von daher ist es eine super, super Geschenkidee gewesen. Und ich verprügel die Schachtel jetzt irgendwie total. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt Big Bang Theory Figuren. Und nicht nur normale Big Bang Theory Figuren. Nein, es sind die Mini Wacky Wobbler Bubbleheads von Big Bang Theory. Total geil. Und der Wollewitz wurde sofort... Der Howard wurde sofort ausgepackt und ich habe den dann die ganze Zeit wie eine Trophäe herumgetragen, weil den mag ich ja am liebsten von den Nerds. Und der Raj, der sieht auch ganz genauso aus wie in der Serie. Leider sieht Sheldon gar nicht so aus wie der Schauspieler, ne? Aber dafür Leonard und Penny sieht auch überhaupt nicht so aus wie in der Serie. Die sieht eher so aus wie die Trulla, die Tussi von dieser neuen Sitcom. Wie heißt die denn? Two Broke Girls. So sieht sie eher aus. Voll geil. Vielen lieben Dank für diese, ja, für dieses coole Präsent. Und natürlich wird das nicht ausgepackt, denn jeder Nerd weiß, wenn man es auspackt, dann verliert es an Wert. Ja, dann habe ich auch Geschenke gekriegt. Diese schöne Mangotasche, die ist ganz groß und robust und wunderschön. Ja, vielen Dank dafür. Bevor ich mich jetzt einzeln bei jedem Geschenk, was ich euch zeige, nochmal bedanke, an dieser Stelle einen lieben Dank an all diejenigen, die mir was geschenkt haben zum Geburtstag. So, jetzt haben wir das umfassend gemacht. Dann habe ich von Kings and Queens, ist auch eine Marke, die ich sehr gerne mag, ein ja, kosmetisches Set gekriegt mit Shimmer Body Milk, einem Duschgel und einer Duftkerze. Bin ich auch gespannt drauf, habe ich noch nicht dran geschnuppert. Dann habe ich Geschenke gekriegt. Ich liebe ja den Feinkostladen Oil & Vinegar. Dann haben sich meine Freunde gedacht, die schenken mir so einen Präsentkorb von dem Laden, was auch eine super Idee ist. Und da sind drinne mein Lieblingsdressing von Oil & Vinegar, Mustard Dill Dressing. Dann so eine, was ist das, Gewürzpaste zum Würzen von Fleisch, Fisch und so weiter. Ich glaube, das ist so eine Knoblauch-Zwiebelmarinade. Dann auch so Soft-Nougat. Dann diese Grissinis. Und auch noch so, was sind das denn? Aglio e Basilico-Nudeln. Ja,
total geil. Freue ich mich schon drauf, das zu probieren. Dann wieder so eine Sache, wo ich zuerst nicht gerafft habe, was das überhaupt ist. Ich habe die Böder geschenkt gekriegt, ja. Und ich habe das irgendwie so aufgerissen. Und da hört ihr meine Stimme robotermäßig. Der habe ich so aufgerissen und dann habe ich nur hier dieses Muster gesehen und dachte mir so, danke. Und dann hat der Erna gemeint, das ist eine Lampe, Chrissy. Und ja, das ist eine Lampe und die passt eigentlich ganz gut hier in mein Wohnzimmer. Und die werde ich mir, glaube ich, auch hier hinstellen. Ja, voll cool. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Und jetzt, bam, habe ich mir das Ding voll ins Gesicht gebangt. Sitzt alles noch? Ja, sitzt alles noch. Gut. Dann, weiter geht's. Keine Zeit verschwenden. Habe ich noch eine... Ne, womit mache ich jetzt weiter? Ich mache weiter mit... Oh mein Gott, das ist so geil. Das ist so geil. Jetzt alle Breaking Bad Fans aufgepasst. Breaking Bad, falls ihr die Serie nicht kennt, da geht es jetzt es geht um vieles, aber um jetzt mal kurz ein Thema aufzugreifen, worum es in der Serie geht. Es geht auch ums Drogendealen und zwar mit Crystal Meth und zwar mit einer ganz speziellen Sorte, nämlich Blue Crystal Meth. Und ein Freund von mir ist Riesenfan der Serie, kam gestern auch in einem Breaking Bad T-Shirt und die haben, also das war jetzt ein gemeinsames Geschenk, die beiden haben so aus Menthol Bonbons mir Blue Crystal Meth gemacht. Also so Bonbon-Fake-Crystal-Meth, ne? Jetzt kein echtes Crystal-Meth. Ich bin ja hier kein Drogenfreak, ne? Nur Make-up-Freak, was auch eine Droge ist, aber egal. Und dann haben sie mir es auch so total original verpackt, ne? Very professional. Und jetzt habe ich mein eigenes Crystal-Meth. Riecht voll stark nach Menthol. Aber ich nenne es nicht Crystal-Meth, ich nenne es Chrissy-Meth. Ist ja für mich gedacht. Aber total lustig. Also ich hatte... schon lange nicht mehr so ein einfallsreiches Geschenk. Total geil. Da muss ich echt totlachen. Dann habe ich Geschenk gekriegt, das hatte ich mir auch gewünscht, ein Buch, The Tools. Und zwar habe ich in einer Frauenzeitschrift ein Interview von diesen zwei Psychologen gelesen. Hier, wie sie hier oben stehen, ne? Und da haben die gesagt, dass die so 30 Sekunden Methoden haben, um so psychischen Stress nicht zu umgehen, sondern zu bewältigen. Innerhalb von 30 Sekunden, wenn man zum Beispiel so alltägliche Dinge verschläft, sich über jemand anderen ärgert, Stress hat und so weiter. Und innerhalb von 30 Sekunden haben die irgendwie eine Technik entwickelt, dass man einfach damit umgehen kann, so, ne? Dass man die schlechte Laune nicht so mit sich rumträgt oder so. Und das haben die alles in einem Buch zusammengefasst und das nennt sich The Tools. Und das hat mich so neugierig gemacht, weil das so schnell funktionieren soll, dass ich dachte, das Buch musst du mal lesen. Und hier ist es. Und ja, ich habe schon angefangen zu lesen letzte Nacht, so, weil ich, obwohl ich so erschöpft war, nicht direkt einschlafen konnte. Und es liest sich sehr psychologisch. Ist kein einfach gestricktes Buch, aber was ich bisher gelesen habe, war auf jeden Fall interessant. Dann habe ich auch noch Geschenke gekriegt. Das war jetzt mit der Böja, mit der Lampe mit dabei. Ja, so Hello Kitty Bonbon-Gedöns. Und dann habe ich auch noch Geschenke gekriegt. Geld und Pralinen. Dann, das ist ja jetzt nächstes. Ich zeige euch das jetzt ziemlich durcheinander. Manche Sachen, einzelne Sachen waren noch zusammengepackt in einem Geschenk, aber ich wollte euch nicht jetzt einen hier vorknistern und dieses Tütenrascheln nervt ja total in den Videos. Deswegen habe ich jetzt alles auf einen Haufen geworfen und zeige euch das jetzt. Dann habe ich Geschenk gekriegt. 101 Kultfilme, die Sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist. Ah ja, und ich finde, das ist ein sehr höfliches Buch, weil das Buch, das sieht uns. Ja? Sehr gute Manieren. Und ich habe schon mal drin rumgeblättert und da ist einiges, was ich nachholen muss. Das sind sehr viele Oldschool-Klassiker und die habe ich noch nicht gesehen. Also werde ich da noch sehr beschäftigt sein, Filme gucken, mit dem Film gucken, ja. Dann habe ich Geschenke gekriegt von CRT. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich hoffe, es war jetzt richtig. Diesen Kaviar-Nagellack. Und zwar in schwarz-blau. Und den trägt man ja in mehreren Schritten auf. Also da muss man zuerst den Lack, glaube ich, auftragen und dann die Perlen drüber geben.
Und sieht auf jeden Fall auf dem Bild sehr cool aus. Und da bin ich auch gespannt, das auszuprobieren. Und ja, ob ich das überhaupt hinkriege mit meinen nicht vorhandenen Manikürkünsten. Dann habe ich Geschenke gekriegt, auch Gutscheine von Amazon.de oder Amazon. Und von Zara, meinem Lieblingsklamottenladen, ja. Dann habe ich auch noch Geschenke gekriegt. Oh, das ist auch total schön. Gehört auch hier mit zu dem süßen Ballon. Und farblich passend dazu habe ich auch noch hier dieses schöne Bild geschenkt gekriegt. Yay! Und zwar ist das Geschenk auch gewesen, natürlich von den Damen, die hier drauf sind: die Jill, die Grace und die Nadine. Dann habe ich jetzt noch einen Center-Gutschein. Dann, ach, das war auch jetzt noch von der Grace. Einen Super Mario, wie nennen die sich? Blackout Champignon? Pilz, da habe ich es. Pilz, wie gesagt, kein Schlaf, ne? Und in Lila, in meiner Lieblingsfarbe. Yeah, alles, alles in meiner Lieblingsfarbe. Dann habe ich auch noch von Fossil dieses schöne Armband geschenkt gekriegt von meiner Arbeitskollegin. Und falls du was guckst, Olga, liebe Grüße an dich. Dann habe ich, was habe ich noch geschenkt gekriegt? Ich mache hiermit weiter. So eine Kosmetik. Noch eine Kosmetiktasche. Und zwar war da auch noch drin ein Rotkäppchen-Sekt. Dann war hier noch drin, ist hier noch drin, so Rittersport-Schokowürfel in Erdbeerjoghurt und Waldbeerjoghurt. Das hört sich geil an. Das muss ich mir gleich mal reinziehen. Und ein Douglas-Gutschein. Gutscheine sind immer gut. Also ihr wisst Bescheid bei meinem nächsten Haul-Video, wer mir das gesponsert hat, ne? Dann habe ich, oh ja, auch von Joss Stone, eine Sängerin, die ich liebe. Also ihre Stimme ist der Wahnsinn. Das neue Album geschenkt gekriegt, The Soul Session Volume 2. Habe ich auch heute schon reingehört beim Wohnung aufräumen nach der Party, ne? Und ja, finde ich sehr gut. Also gefällt mir gut. Also ihre Stimme hammermäßig. Ich glaube, ich rück das mal hier nach hinten, weil da kriege ich schon wieder so eine Roboterstimme, glaube ich. Wie bei der Böhler. Dann habe ich bekommen, womit mache ich weiter? Hier so aus China, glaube ich, ne? Eine Beauty-Maske. Dann auch noch so ein Cupcake-Lipgloss. Voll süß. Dann eine besonders liebe Karte habe ich von der April Snow hier auf YouTube geschenkt gekriegt. Und da hat sie was voll Süßes reingeschrieben. Total, total süß. Total, total süß. Ganz besonders süß finde ich den Satz: ich wünsche dir ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und so weiter und ein kinderreiches Eheglück mit Bruno und mir. April, wollen wir Kinder machen oder was willst du hiermit andeuten? Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr liebe Karte war das. Dann ein Thalia-Gutschein, weil ich ja eine kleine Leseratte bin. Dann, ich hoffe, hoffentlich vergesse ich nichts, einen H&M-Gutschein, natürlich andere Geburtstagskarten. Dann habe ich von Soraya diese schöne Kette geschenkt gekriegt. Und da meinten alle, das ist so der typische Christi-Kettenstyle. Und die Farben sind auch sehr schön. Da kann ich mir direkt ein Make-up zu denken, wie ich mich passend zu der Kette schminken kann. So. Dann habe ich hier noch ein Päckchen voller Goodies. Da ist sehr viel Schokolade drin, aber auch zum Beispiel eine, ja, was ist das? Erstmal gucken, was es ist, ne? Von Kult ein Kosmetikspiegel und eingebaute LED-Lampe mit langer Lebensdauer. Das ist so eine Pinzette, ne? Dann Beauty-Tabletten für schöne Haut, Haare und Nägel. So. Und dann auch noch ein Armband. Und ich glaube, es neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Ich hoffe, falls ich was vergessen habe, es tut mir leid, meine lieben Freunde. Ja, dann. Moment, Moment, mache ich weiter. Moment. Dann habe ich dieses Shirt geschenkt gekriegt. Das ist von Mango. Moment, ich stehe mal auf, damit ihr sehen könnt, wie das so aussieht und wie es geschnitten ist. So hinten. Nee, hinten länger oder. Nee, vorne länger als hinten, glaube ich sogar. Und mit einer Brusttasche. Und dann habe ich auch noch hier diese Roboterkette geschenkt gekriegt.
Nun zeige ich euch ein recht unerwartetes Geschenk. Wie es sich für eine nette Nachbarin gehört, habe ich natürlich meine Nachbarn mit Pralinen und einem Kärtchen darauf hingewiesen, dass ich meinen Geburtstag nachfeiern, dass es ein bisschen lauter werden könnte. Und ja, und habe um ihr Verständnis gebeten. Und dann, keine 10 Minuten später, als ich die Wäsche runterbringen wollte, lag vor unserer Wohnungstür diese Tasse mit Schokolade und dieser Karte. Und ihr seht ja, dass da drauf steht, dreh die Mucke auf. Dreh den Muckomatten voll auf. Muckomaten voll auf. Fand ich total nett und ja, von meinen lieben Nachbarn. All together. Jo. Voll süß. Und last but not least habe ich von meinem Freund ein neues Videobearbeitungsprogramm geschenkt gekriegt. Das nennt sich Final Cut X Pro. Da muss ich aber noch ein bisschen drin rum experimentieren, bis ich damit Videos mache. Und dann werdet ihr, denke ich, so von der Bearbeitung her sehen, wann ich anfange, damit meine Videos zu bearbeiten. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Soll ja so eins der besten Videobearbeitungsprogramme sein und hat mir die liebe Coco empfohlen, deswegen habe ich mir das auch gewünscht. Und ich habe von meinem Freund geschenkt gekriegt, das sagenumwogene Buch Shades of Grey, was ja weltweit in aller Munde ist. Und ich habe es auch schon durchgelesen und mein Urteil zu diesem Buch werdet ihr in meinem nächsten Fashion und Fun Video erfahren, was ja auch demnächst hochgeladen wird. Und ja, deswegen werde ich nichts dazu sagen. Und ja, das waren jetzt alle meine Geschenke. Und ich werde die jetzt alle nochmal begrapschen und mich dran erfreuen. Und ich hoffe, da war jetzt ein guter Geschenketipp mit dabei für euch. Oder ansonsten hat es euch vielleicht Spaß gemacht, dieses Video zu schauen. Und ja, vielen Dank fürs Anklicken des Videos und Durchschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Fashion und Fun-Fabrik gekommen. Das ist dieser schöne Overall. Richtig sexy, ja, mit dieser.